Sack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, unserem wöchentlichen Fußball-Talk. Heute geht's mal wieder ums Wochenende, um die Bundesliga, deren Partien wir hier gerade schon sehen. Um das Topspiel Hamburg gegen Frankfurt und natürlich um die Premier League und das Topspiel in dieser englischen Liga, und zwar Chelsea gegen Manchester United. Schreibt mir gerne wieder eure Meinung, eure Kommentare und eure Gedanken in die Kommentare, passenderweise. Natürlich auch eure Tipps fürs Wochenende. Ihr könnt gerne auch an den Challenges gegen mich teilnehmen, und zwar ganz einfach, geht auf footballstars.com über den Link in der Videobeschreibung, meldet euch da an und spielt einfach bei den Challenges gegen mich mit. Wir haben hier einige, die ganz cool sind, beispielsweise 0815, die ist auch frei von der Teilnahmegebühr, es lohnt sich also auf jeden Fall, ihr könnt 10 Coins gewinnen, aber trotzdem, ja, warum nicht mitmachen? Es ist ja kein Verlust, es ist ja kein Verlustgeschäft, genauso wie Rückgrat bei Montpellier gegen, Monaco gegen Montpellier, genau. Also lohnt sich auf jeden Fall, würde ich auch definitiv vorbeischauen. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung, und wir kommen mal ganz kurz zur Auswertung der letzten Woche. Da lief es so einigermaßen okay. Andererseits aber wieder nicht. Dominanz in der Bundesliga, das war die Challenge zum Topspiel zu Dortmund gegen Hertha, beziehungsweise nicht Topspiel, sondern Freitagabendspiel. Piszczek hat nicht gespielt, Lustenberger hat nicht gespielt, Haraguchi nicht so viele Ballaktionen, Weigel hat gut gespielt, Weiser okay, aber trotzdem absolut abgeschlagen, letzter. Richtig, richtig traurig. Eiskalt verkackt. Okay, mussten wir besser machen in der Premier League. War auch besser, allerdings nicht wirklich vom Resultat, also vom Resultat schon. Wir haben gewonnen, aber trotzdem nicht einen einzigen erfolgreichen Spieler, der eine Vorlage gemacht hat. Denn da hat nur der Marc Robiotic beispielsweise einen Punkt geholt. Und zwar mit Bolassi. Und der Kollege Eder hat den Kollegen Eriksen drin gehabt. Allerdings, da alle anderen Null hatten, waren wir so gesehen alle auf Platz 3, und von daher, naja, trotzdem Gewinn. Definitiv trotzdem nicht gut, wir müssen uns bessern, und dieses Mal spielen wir wieder zwei sehr interessante Challenges, und zwar 0 auf 100 in der Bundesliga, was das erkläre ich euch gleich, aber vorher gehen wir in die Premier League und machen da den Fliegenfänger. Und zwar geht die Challenge folgendermaßen: Es ist wichtig, den eigenen Strafraum sauber zu halten, wähle drei Torhüter aus, die wirklich alles dafür tun, die 0 zu halten. Leider geht das gehörig schief. Wir haben hier die Konferenz in der Premier League mit Arsenal gegen Middlesbrough unter anderem, nicht die ganz krassen Topspiele, sondern nur die Samstagsspiele, und daran werden wir jetzt einmal teilnehmen. 30 Coins kostet uns der ganze Reis, ich wollte erst Bums sagen. Und dann haben wir hier natürlich die Auswahl aller Keeper. Wir gucken uns die Partien mal an und sehen, da ist jetzt nicht so wirklich eins dabei, wo man sagen würde, dass da viele Tore fallen, beziehungsweise dass ein Team da viele Tore schießt. Und dann guckt man genauer hin und denkt sich, vielleicht ja doch. Einmal haben wir beispielsweise Arsenal gegen Middlesbrough, wir haben Leicester gegen Crystal Palace und wir haben Stoke gegen Hull City. Und genau das sind auch meine Shouts. Ich werde hier einmal ins Tor tun, den Kollegen von Hull City, und zwar ist das Marshall. Der wird, denke ich mal, ja, ein bisschen kassieren. Wobei, ist es jetzt so sicher, den da reinzunehmen, weil letztes Spiel hat er zwar gespielt, aber insgesamt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist Jakubowicz auch verletzt. Das ist immer so kacke mit den Torhütern, ne? Ich bin bei den kleinen Teams halt nicht so wirklich informiert. Middlesbrough spielt gegen Arsenal. Die haben zwar Victor Valdes, aber ich denke mal trotzdem, dass die auf den Sack bekommen werden. Und dementsprechend packe ich den ins Tor. Und wir stellen dann noch zusätzlich ins Tor den Keeper von Crystal Palace, die anscheinend weiter hinten sind. Ich weiß gar nicht, ist es Hennessy momentan? Ne, es ist, ach ja, es ist Mondon da. Trotzdem glaube ich, dass die gegen Leicester City verlieren werden, weil Leicester auch langsamer pushen muss, in der Champions League auch geklappt, und dementsprechend sind das meine drei Keeper. Sind jetzt drei, bei denen man nicht unbedingt sagen würde, das sind die schlechtesten der Welt, gerade Mandanda und Valdes. Marshall ist auch definitiv kein schlechter, hat ja vor etwas Zeit mal ein Team of the Season gehabt, aber trotzdem sind es die drei, bei denen es in meinen Augen am ehesten die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie viele Gegentore kassieren, weil ganz ehrlich, Burnley gegen Everton, da wird, denke ich mal, nicht viel passieren. Burnley ist bisher, finde ich, nicht so schlecht, Tom Heaton ist kein schlechter Torwart, und Everton ist offensiv auch nicht so stark. Everton wird wahrscheinlich auch nicht verlieren. Letzte Woche ist Stecklenburg sogar im Team of the Week für seine guten Leistungen. Weiß ich nicht so ganz genau. Ihr könnt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Wir kommen jetzt einmal ganz kurz zu den Tipps in der Premier League. Der AFC Bournemouth zu Hause gegen die Tottenham Hotspur, da tippe ich ein 0 zu 2. Swansea gegen Watford 2 zu 1. Leicester gegen Crystal Palace 3 zu 1. West Ham United gegen Sunderland 1 zu 0. Arsenal gegen Middlesbrough 3 zu 0. Burnley gegen Everton 1 zu 2. Hull City gegen Stoke City 0 zu 2. Liverpool gegen West Bromwich Albion 2 zu 0. Man City gegen Southampton 3 zu 1. Und Chelsea gegen Man United ein eisekaltes 2 zu 2. Sehr interessant, finde ich. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und jetzt kommen wir zur Liga eures größten Interesses, sage ich mal. Und zwar zur deutschen Liga, zur Bundesliga. Und damit, wie gesagt, von 0 auf 100. Es werden Spieler gesucht, die sonst niemand auf dem Zettel hat. Finde Mittelfeldspieler und Stürmer, die wichtige Tore für ihr Team erzielen, auch wenn sie beim letzten Mal einen eher schwächeren Auftritt hatten. Das Team mit den meisten Toren wird gewinnen. Ich weiß hier wieder nicht, was das Ganze heißt. Wir haben 30 Punkte Budget, okay. Normalerweise ist ja teilweise auch so weniger, 6 Punkte am letzten Spieltag, genau. Aber dann eventuell nur ein Millionenbudget. Aber diesmal sind es 30 Punkte. Bin ich sehr interessiert dran. Müssen wir mal schauen. Die Gewinnstruktur ist übrigens 1., 2., 3., das heißt Top 3 kriegen auch tatsächlich was, und
wir starten für 150 diese Challenge, bei der wir 1200 gewinnen können. Also eine ganz schöne Menge. 7 Spieler müssen wir aufstellen. Und da ist jetzt die große Frage, wer wird richtig gut spielen? Wir haben interessante Partien auf jeden Fall dabei. Allerdings könnte man jetzt sagen, Lewandowski letztes Spiel nicht so gut gespielt. Dann wird er diesmal pushen. Dummerweise spielt der gegen Gladbach. Und gegen Gladbach ist immer so ein bisschen kritisch. Andererseits kann man Stindl beispielsweise auch nicht reinpacken, weil die spielen halt gegen Bayern. Das funktioniert nicht. Das heißt, man muss da auf Leute gehen, die wahrscheinlich wieder spielen werden und die wahrscheinlich einen besseren Auftritt hinlegen werden. Ich bin bei Dembélé, ehrlich gesagt, relativ fröhlich, dass der Kollege nur 5,9 hatte, weil den wollte ich sehr gerne reinnehmen. Der hat mich nämlich letztes Mal extrem, extrem überzeugt. Und von daher bin ich sehr gespannt, ob der treffen wird. Und ich hoffe, dass er treffen wird. So, ansonsten, natürlich nicht sonderlich einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Wer spielt denn hier? Ich gucke einfach mal nach, beziehungsweise mache das Ganze mal fertig. Eine Sekunde. Puh, Freunde, das ist gar nicht mal so einfach. Ich habe jetzt erstmal mein Team zusammen. Ich glaube, ich stelle den Sturm nochmal um. Eine Sekunde. Ich gehe jetzt einfach mal auf Risiko und sage, Lewandowski trifft gegen Gladbach, was natürlich nicht safe ist, aber die müssen ja auch mal wieder gewinnen, haben in der Liga zuletzt nur unentschieden gespielt gegen Gladbach und davor auch gegen Köln und danach jetzt auch gegen Frankfurt. Dementsprechend müssen die, auch wenn es Gladbach ist, mal wieder gewinnen. Und Gladbach hat sich ja zuletzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ansonsten haben wir Chicharito drin. Die haben ja gegen Bremen verloren. Das müssen sie dieses Mal wieder gut machen. Zu Hause gegen Hoffenheim, denke ich mal, wird da schon was drin sein, zumal Leverkusen extrem heimstark ist. Dembélé hat letztes Mal gut gespielt. Bei dem fehlt noch so ein bisschen das Tor, aber gegen Ingolstadt könnte das klappen. Draxler, der spielt gegen Darmstadt. Draxler ist für mich der torgefährlichste Mittelfeldspieler bei Wolfsburg. Dementsprechend könnte das auch klappen. Ich habe auch an Didavi gedacht, aber Didavi ist so die Sache, ob der wirklich treffen wird. Warte mal, Mittelfeld haben wir hier. Und er ist verletzt. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch aktuell ist bis Samstag, aber ich will es nicht riskieren. So, dann Vidal, Vidal hat gar nicht gespielt letzten Spieltag, ist aber gefährlich im Mittelfeld und er ist zwar bei Bayern, aber Vidal ist immer für ein Tor gut. Dann Konoplyanka, der hat zuletzt die Großchance vergeben, dieses Mal spielt er gegen Mainz 05, die müssen zu Hause definitiv gewinnen, weil Schalke will ja wieder nach oben und Konoplyanka könnte definitiv eine Bude machen. Und Halilovic habe ich jetzt genommen, weil ich mir dachte, vielleicht trifft ja einer mal für Hamburg, wäre mal notwendig, die müssen auch gewinnen und Halilovic hätte eventuell mal die Gelegenheit, wenn er jetzt wieder spielt, was ja anscheinend der Fall sein wird, weil er mal wieder in der Startelf steht. Ich hoffe es zumindest. Und dann vielleicht trifft er ja auch, wie damals im Pokal. Ich bin gespannt auf eure Meinung, aber das auf jeden Fall sind meine 7. Kann natürlich wieder voll nach hinten losgehen. Und es ist auch gar nicht mal so einfach, sowas zu prognostizieren. Ich habe letzte Zeit auch extrem viel Pech dabei, aber naja. Schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare und eure 11 und schreibt eure Meinung auch natürlich zu meinen Spielern, die ich ausgewählt habe, rein. Ich mache nochmal kurz meine Tipps. Hamburg gegen Frankfurt 1:1, Leverkusen gegen Hoffenheim 2:0, Hertha gegen Köln 1:1, Ingolstadt gegen Dortmund 1:3, Sportclub Freiburg gegen den FC Augsburg 1:0 für die Freiburger, Darmstadt gegen Wolfsburg 0:2, Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach 3:1, RB Leipzig gegen SV Werder Bremen 2:0, ich darf es ja schon gar nicht mehr sagen, und Schalke 04 gegen Mainz 05, tatsächlich ein Heimsieg für S04, und zwar 2:1 geht das Ganze aus. Sind natürlich mal wieder nicht die riskantesten Tipps, aber ich glaube, es könnte so aufgehen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das war's von diesem Video. Schaut auf jeden Fall bei Football Stars vorbei. Der Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Tretet gegen mich an und tretet gegen ganz viele andere an. Gewinnt Coins und habt Spaß bei diesen coolen Challenges. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es macht Bock, und zu verlieren habt ihr sowieso nichts. Gut, das war's von diesem Video. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Fußballwochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.